Oh Mann, jetzt habe ich Dalu Schmalu hinter mir, ey. Ich hoffe nicht lang. Dalu, du kannst einfach Peter überholen. Das geht ganz easy. Hab ich auch vor. Ja, muss ich ja. Ich muss noch einmal mehr stoppen als ihr. Das glaube ich nicht. Ja. Ich muss auch noch einmal stoppen. Ja. Aber nee, so. Er muss zweimal noch. Das stimmt, Dalu muss wirklich dran an dir vorbei. Na gut, du hast auch rot, ne? Also eigentlich könntest du das auch. Peter gräbt sich auch nicht wieder ran. Ey. Vettel macht Quatsch, Alter. Die Distanz zum Führenden beträgt 9,6 Sekunden. So, gehen wir jetzt nicht auf den Knispel, Alter. Ich das denn jetzt? Da wird das gleich ein lustiges Dreierrundchen hier, ey. Aber hallo. Das kann nicht gut enden, irgendwie. Komm, lass mich doch mal da ins geile DRS-Fenster, ey. Na, bist du sofort. Du bist jetzt auf 1,4 oder so ran. Wenn die Startziel müsstest du es kriegen. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Jamus schon wieder. Peter ist auf 6 runter. Scheiße! Wieder den Schalk im Nacken. Wieder ein Silber nur noch. Uiuiui! Werde ich nicht lange durchhalten können. Hit window is open. Klappe da. Noch keine Zeit. Guck mal, wie lange ich das halten kann gegen euch. Alt oder was? Ja, ich fahr rot. Bin ja mit. Ich glaube, ich bin mit 12% gestartet, das Rennen. 7 Runden müsst ihr damit schaffen. 7, 8. Ne. Nicht zwangsläufig. 40% bin ich 8 Runden gekommen. Die hast du sogar im Qualifying schon abgefahren. Ja. Auf 10 oder ich lande jetzt genau hinter Felix. Das ist nicht angenehm. Oh nein. Du hast dich vorbei. Ach nee, du bist keine Runde vor mir, ne? Ja, das ist trotzdem vorbei. Ich habe irgendwelche krassen Probleme mit dem, Setup. Oder vielleicht ist auch irgendein Bug, dass der Frontflügel ab ist und mir nicht angezeigt wird. Ne, ich fahre die immer langsamer. Ich habe ganz böse Erfahrung mit der. Ja, du hast DRS, ne? Ja. Da mache ich nichts, da bist du. Und dann regt er mich raus, die Sau! Was? Ja, ich wäre da schneller gewesen. Aber kam ich halt nicht rüber. Na gut gemacht, Peter. Nein, klappt. Oh, ist das ein schönes Auto, Peter, Mensch! Das habe ich noch nie gesehen auf der Strecke. Jetzt hat der DRS. Dalu das auch ist noch. Natürlich scheiße. Da war auch DRS. Ich auch. Aber ich bin langsamer als du. Dalu, 6 Zehntel, da kommt er auch die Runde an mich dran. Peter hat ein bisschen Reifen gefressen, ne? Was? Mir kam Rauch auf bei deinem Reifen. Naja, das scheint immer noch ein Fehler zu sein. Ja, wieso? Wieso habe ich Verbremser? Wieso? Felix ist so eine, in so einer existenziellen Krise. Ja, ich kann so nicht fahren. Du hast gerade einfach komplett weggebremst vor mir. Aber ich bin am richtigen Punkt gebremst. Und ich habe auch nicht mit deinem Bremsschock gehabt. Und dasselbe war bei Peter und danach mit den NPCs. Ich habe hier, ich habe schon wieder... Es ist so lächerlich. So du weit wirst gleich auch nach der bösen Kurve überholen können, glaube ich. Ja, mach du. Ich mach die immer scheiße. Hat sich vielleicht deine Bremse umgestellt, zufällig? Nee, ich achte ja auf die rote Anzeige rechts, da siehst du ja, wie viel ich bremse. Aber ich denke, vielleicht bremst du viel oder so auszusehen, aber... Na doch nicht. Nächstes Mal war besser. Oh, Peter. Da warst du aber weit draußen. Da war ich ganz schön weit draußen.
Ich habe halt jedes Mal dann nach dem Bremsen Reifen auf 130 Grad und dann habe ich auch anfangen. Was für einen Bremsdruck und Vorderkraftverteilung hast du denn? Ich switch die ganze Zeit um, weil ich schon dachte, vielleicht ist das einfach nur scheiße, aber ich bin jetzt gerade bei 56%, ich war aber schon bei 64. Der eine blöde Stop, den wir mehr machen müssen, Jay. Na, Mann. Was heißt denn der eine blöde, also bei mir war der blöde, sind diese blöde Sache der Dreher. Du hättest doch sowieso viel gehabt. Oh, da bist du in die Box, Peter. Nö, ich hätte auch einen weniger gemacht. Dann wäre ich ja vorne mit euch mitgefahren. Na Peter, fahren wir hier vorne mal ein bisschen. Ja, die müssen halt auch erstmal halten gleich mit den Weißen. Wir haben keine Weißen. Das ist nämlich richtig Cancer. Wir haben keine Weißen, die Weißen. Nee, kriegen wir nicht. Echt nicht? Nope. Nee, wir fahren doppelgelb. Kranke Wagen. Double Yellow! Ja, also mein Setup muss scheiße sein, weil ich habe 66% vorne links mittlerweile und 26% hinten. Okay, dann hast du zu viel Bremskraft. Insgesamt oder halt die Verteilung halt zu hart vorne? Ja, aber die Verteilung kann ich ja im Auto ändern. Die, die alternative Strategie. Oh fuck. Mann, das ist das bestbewertete Corosso-Setup für Brian gewesen in meinem Steam. Ich höre da noch einen Doppelstop. Ja, warum will der mir denn jetzt rot geben? Ich höre da noch einen Doppelstop. Was willst du denn da jetzt? Ah, fuck off, ja, hier, verstanden. Ey, du weißt, was das heißt. Was ist denn du da weißt, los? Was das heißt, dass ich dich gleich einhole. Ja, und dass die beide noch zweimal in die Box fahren. Geh ich gar nichts an. Nee, ich hab 18%. Da reicht doch locker. Geh nicht nochmal in die Box. Der Fahrt ist los. Ach scheiße, jetzt habe ich mich da verbremst, weil der Penner mich angerufen hat. Die haben schon... Christian hat auch immer blind auf die Box gehört. Nee, das ist auch Quatsch. 20% haben wir, das reicht ja ewig noch. Boxstop. Also wir haben 7 Runden mit denen gefahren, das ist ja easy. Raikön vor mir, ey, ich raste aus. Boxenstopp. Aber der muss eh gleich in die Box, hoffentlich. Waren die NPCs schon für ihr zweites Mal? Ist das? Okay, Abstand zum Teamkollegen 9,8 Sekunden. Nein, ich will sie nicht. Raikön ist nicht langsam. Nee, Raikön ballert echt gut durch, ey. 2,8 Sekunden. Aber finde ich gut, dass er auf dich auch aufholt. Vielleicht wird er ja nochmal Stress in diesem Rennen, ey. Mach mich mal. Ja, stimmt. Voll im Stress bin ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich die ganze Zeit nur am Pushen. Das ist ja was anderes noch, als ich die ganze Zeit irgendwie mich verteidigen müsste oder so. Bin trotzdem mal interessiert, wie viel Prozent Peter auf dem Reifen hat. Jeff, wie viel Prozent hat Peter auf dem Reifen? Jeff, sei leise, bestätige, finde ich gut. Oh, ich habe eine Errungenschaft gekriegt, jawohl! Boah, ey, alles richtig gemacht in dem Rennen. Wenn ich das richtig sehe, haben wir bislang dann wahrscheinlich jedes Mal einen anderen Rennsieger gehabt. Was ja schon mal nicht fürs schlechte Balancing spricht. Nee. Abwarten, Jonas. Nee, sag das ruhig, Jay. Ja, Mann, wäre das krass, wenn jetzt... Peter gewinnen würde, wäre schon geil. Wenn der das wäre, das wäre stark. Hast du Dalu schon komplett raus aus der Rechnung? Ja. Ich glaube, Raikön. Dalu muss einmal. Dalu hat sich gedreht, der hat sich auch rausgehauen wie ich. Ich bin dann hinter den beiden. Also, ich war vorne mit, aber ich muss alleine Stopp mehr machen. Das sind halt unnötige 20 Sekunden. Ja, die du liegen lassen durch den Dreher. Ja. Sonst wäre er wahrscheinlich vorne weggefahren dann noch. Ja, genau, mit Rot. Hättest du reißen können. Ja. Die Saison ist noch frisch. Hauptsache Points. Du wirst auch noch dein Rennen gewinnen, wenn du so weiterfährst. Keine Angst. Dave. Wer hat Australien gewonnen? Vettel. Ah.
Von der KI eigentlich dann auch ganz gut. Der Dreikönig jetzt auch hier vorne mitfährt. Nicht cool. Aber Peter, du hältst dich gut. Und mein Sprit sinkt durchgehend. Das ist nicht so, gut. Den Box, also die NPCs, die habe ich schon mal wieder. Jetzt noch Vettel. Ich komme nicht an Sainz vorbei, willst du mich verarschen? Wie gesagt, ich glaube, Raikön wird dieses Rennen gewinnen. Na gucken, der muss auch noch stoppen. Er noch nicht als Sieger. Vettel überholen wir jetzt auch. Auch Vettel ist auf weiß. Ja, und jetzt bin ich wieder hinter Sepp. Oh nein, auch Dalu, geh doch mal weg. Langsam merke ich meine gelben auch ein bisschen. Ist bei 30% oder was haben die jetzt? Schon ein bisschen mehr. Wann hast du auf die gelben gewechselt? War es dein erster Stop? Der erste Stop, ja, bei Runde 8 oder was haben wir gestoppt? Voll. Meine gelben vom ersten Stop sind schon längst bei 70% gewesen. Ja. Hab schon vor 3 Runden gewechselt. 6 Sekunden auf Sepp schon aufgeholt. Ja, mein Setup ist leider komplett. Banane. Dann muss ich doch mehr ein bisschen am Limit fahren. Hätten wir das Rennen mal nicht neu gestartet, Felix, dann hättest du kein Setup runtergeladen. Ja, ich weiß. Da liegt wer in der Kurve, ein NPC, Start. Schicksal. Ja, ja, irgendein NPC ist in der ersten. Oh, das war nicht gut. Safety Car. Wo bist du? Ja, tatsächlich tot. Aber, nicht. Sorry, Gerd. Das kann ich jetzt nicht haben. Oh, Raikön fährt. Nice. Peter, vielleicht haben wir noch eine Chance. Oh, Kimi fährt aber rot jetzt. Aber ich muss ja auch noch, also wir müssen ja auch noch mal. Ja. Also jetzt auch bald, ne? Was? Jetzt auch bald, also diese Runde eigentlich, ne? Ich weiß nicht, was deine ne Taktik ist. Alter, Kimi haben jetzt aber noch gecatcht. Peter fährt durch. Peter vertraut mir nicht mehr, nachdem ich ihn ein bisschen getrickst hab. Sepp, ich bin wieder da. Ja, ich fahr doch gleich in die Box da, Lu. Dann, ja, könnte knapp werden. Was soll ich dich noch ein bisschen aufhalten, meinst du? Nee, das wird... Wenn in dem Moment, in dem du die Box fährst, könnte es sein, dass ich dich krieg. Na, das kann wirklich sein. Und du dann auch hart fahren kannst. Aber du musst auch noch mal auf Gelb, ne? Bis dato fahre ich relativ reifend schon, aber ich glaube nicht, dass das wie viel, reicht. Wie viel hast du schon? 9. 29? Nee, das habe ich noch nicht. Ja. Aber 9 ist auch 10. Gelogen. Aber 9, 20. Das ist auch gelogen? Ah, Dalu. Ich habe jetzt 30. Ja, das ist ziemlich viel. Ich werde auf jeden Fall bis 85 fahren. Echt jetzt? Oh, dann wird das aber hart für dich. Oh, Dalu will nicht stoppen. Das finde ich gut. Bring die Reifen ins Ziel. Was ich auch gut finde, ist, dass ich sehe, ob Peter stoppt oder nicht. Am Ende noch einen roten Satz ballern vielleicht. Na, baller mal einen roten Satz noch, finde ich gut. Man müsste ja eigentlich, was war es, 7 Runden, 6, 7 Runden, kriegst du ja voll gut durch mit Brot. Ja, super gut. Also so wie ich fahre. Ich fahre ja ein bisschen schon gestoppt. Peter ist auch noch nicht rein. Peter fährt auch durch auf Gelb. Als ob ihr es hinbekommt, einmal rot, einmal gelb zu fahren? Sepp labert Bullshit. Felix völlig perplex. Nudelt da seine Reifen runter und wir labern hier. Gut. Oh. Aber Dalu kommt großen Schrittes näher, das ist nicht gut. Da sehe ich euch doch schon. Ja, ein bisschen Problem. Also ich verballer hier viel mehr, als das sein sollte. Nicht gut. Peter fährt jetzt an die Box, ne? Peter fährt wirklich durch? Alter, du bist
ist doch verrückt. Okay, dann will ich die Führungsmeilen sammeln. Ja, genau, Fahrer für die ewige mir. Statistik. Mhm. So, ciao, Dalu. Bis jetzt ist in die Box rein? Mhm. Nee. Hallo, Sepp. Ciao. Wer kommt denn dann noch? Ist das Jay? Ja. Ja. LOL. Das Rennen ist doch nicht vorbei. Oh, krass. Geil, Jay ist hier. Oh, man kommt so kacke aus der Box raus. Oh Gott. Ich sehe wieder Sepp, Alter. Ja. Aber bis ein Boxenstopp vor mir. Ja. Und die Rennen machen so echt Spaß. Ja. Wenn ich mal auch hier mit euch mitfahren darf. Finde ich auch. Ja, genauso. Same, auch mit NPCs vernünftig. Ist auch richtig cool. Ist halt noch hartschweiger als sonst für mich. Irgendwie, ich red kaum. Also wir nähern uns irgendwie der richtigen Formel 1 so ein bisschen an. Weniger ballern und umnocken und Geschrei, sondern es kommt halt hier wirklich gerade, okay, du hast einen Fehler gemacht. Ja, das ist ein Problem. Ja. Hier geht es um Sekunden und Boxenstopp-Fenster. So. Ey, Sepp, was denn? Kannst du dich noch an Österreich letztes Jahr erinnern, wen ich da geschickt habe zum Jagen? Ja, und der mich auch ein abgeschossen netter hat. Ein netter Finne hat Bock, dich wegzurammen. In Dalu-Diensten. Das ist auch in Dalus Sinne. Komm, Bottas, los, let's go! Am Bottas Arsch! Ganz zum Ende des Rennens macht Bottas, mach Druck! Peter, bist du rein in die Box? Krieg ich dich? Ich glaube fast ja, schon. Ja, kriegst du. Da ist er! Aber ich Raikön will doch ein paar Führungsmeilen. Nee, Raikön nicht. Nee, ich dich auch nicht. Oh Gott, Alter, wie man aus der Box rauskommt, zack, hier mal. Das war ja hart. Fast das ungünstige Timing ever. Ja, ohne Spaß. Du mich es tut mir echt leid, Dalu. Aber komm, du hast jetzt gute Reifen, dann fahr jetzt mal davon. Dann werde ich dich langsamer. Ich muss mich kurz dran gewöhnen, die sind kalt. Dein Kimi kommt, gewöhn dich mal an. Sepp, was hast du eigentlich für Reifen drauf getan? Gelb. Ah, Peter, warum hast du Runden noch gelb drauf getan? Ist aber auch riskant. Überhaupt weil ich nicht. Ich hatte 10 Runden. Das ist das, was uns vorhin der Dude vorgeschlagen hat, Sepp, als du gesagt hast, hä, wieso denn jetzt rot? Er hat gesagt, ach, Runde 20 meinte ja, er. Ja, bis Runde 20 drin bleiben und dann rot draufziehen. Jo, fahr ich mega gut. Ich fahr heute safe nach Hause. Das ist mir, alles andere ist mir zu tricky. Ich bin froh, dass ich richtig gut hier dabei bin. Jawohl! Der halt's Maul. Okay. Boah, das war etwas okay. Hart. Das war jetzt auch. Oh LOL! Alter, Bottas! Bist du gesteuert? Ich hab Bottas nämlich mehr Geld bezahlt als du. Oh, ich hab Standbit. Oh! Was war das denn? Alter! Da war gerade kurz Standbild. Was ist denn los da? Bin ich da rübergezogen oder was? Wow! Okay, meine Seitenbox wäre jetzt theoretisch komplett aufgerissen. So viel zu schick denn? Bottas zum Angriff. Finde ich gut. Ja, fahr vor. Jetzt geht er in die Box! Am Arsch in die Box fahren oder was? Geil. Also Dalu, aufgehalten habe ich dich jetzt nicht. Wo bist du? Nee, ich bin in die Box gefahren. Ich musste eh einen Stopp noch machen und es hat sich jetzt am besten ergeben. Fährt der Peter das eiskalt nach Hause, ey, der Arsch. Und bei Köln ist es weiter. Sei oder der krieg ich nicht. Easy gewinnt. Ach, schade, dass ich so viele Prozente nach dem Qualifying drauf hatte. Köln ist echt zu weit weg. Die ein, zwei Runden Verschiebung, da hätte mir noch geholfen. Ja, hast du versucht, am Ende dich noch selber zu verbessern? Das ist ja auch voll Zeit, reifenkillend, oder? Ich hatte danach nochmal den Reifensatz gewechselt und wollte mich dann nochmal verbessern. Aber da habe ich mich dann gedreht. Das heißt, ich musste mit dem blöden Reifen fahren. Kann einfach diese Kurve nicht, ja, das ist ekelhaft. Das stimmt. Dann verliere ich jede Runde eine halbe Sekunde. Ja, das stimmt. Ah, Hauptsache im Qualifying. Das war wichtig, dass ich die da gut hingekriegt habe. Ich hoffe, ich kann Vettel noch kriegen. Vettel fährt weiß. Wo lungert der rum?
Boxenstopp. Okay, wir können nicht. Jeder, scheiße Runde hier. Ja. Scheiß. Nur was zu reichen. Red. Dead Redemption 2. Auch meine Zeit Taktik verbessert. War dann rot, gelb, rot. Das ist bitter, dass ich mir am Anfang weggedreht habe. Na, wäre ja spannend geworden. Ich glaube, ich hätte das auch nicht gewonnen. Los, los, los. Ich glaube, da hätte Peter gewonnen. Aber Peter fährt echt stark. Wäre alles anders halt gewesen, wenn du da noch am Start mit vorne mitgespielt hättest, kann man halt super schnell sagen. Ich da unter Stress gesetzt. Da noch mich wahrscheinlich dann noch hart genervt. Irgendwann kam Peter dann, nachdem Felix weg war. Gute alternative Strategie. Er glaubt ja wohl nicht, dass ich nochmal reinkomme, oder? Finde ich auch, Peter. Immer rein, Peter. Dann ist wieder fair. Wenn ihr beide jetzt an die Box fahrt, sind wir alle am Start. Komm, ich habe gelb genommen. Ja, er hat die Box aber selber gemerkt. Der neue Strategie ist, komm mal nicht mehr rein. Finde ich gut. Ich musste so pushen, ey. Da musste ich so viel Reifen verballern für. Ich muss jetzt echt hart mager fahren, damit ich hier noch vernünftig durchkomme. Ah, ganz schön ätzend. Bist du zu lange auf Max gefahren oder bist du... Nee, ich verballer einfach ein Zehntel jede Runde. Wer ist gerade an der Box? Auf Standard. Ich. Nur mal gewechselt. Okay. Die Reifen, selbst die Weißen sind kaputt gegangen. Krass. Okay. Damit hast du rot, gelb, weiß. Felix? Ich habe rot, gelb, weiß, jetzt wieder rot. Krass. Bin mit weiß nicht ausgekommen. Und die gelben und die roten am Anfang waren beide bei 70%. Schade, ich würde bei dir nicht zustimmen. Ich habe ja nichts geändert an dem Setup und das war so gut bewertet. Ich weiß auch nicht, was da. Was da los ist, ob das ein Troll-Setup ist. Das war echt bewertet, runtergeladen halt. Ich habe häufig runtergeladen, sowas. Ich habe ewig gesucht nach Toro Rosso-Setups und dann habe ich Toro Rosso-Setups endlich mal gefunden. Du kannst einfach rechts einstellen, Toro Rosso, ne? Zwangsläufig, ich weiß, ja, genau. Toro Rosso, und das war dann ganz oben. Ne? Du kannst auch irgendein anderes nehmen. Ich benutze ich weiß, aber die Autos sind halt schon unterschiedlich. Man muss auch unterschiedliche Stärken und Schwächen der Autos das Setup anpassen. Macht ja schon Sinn. Ja. Ja, definitiv. Das merken wir ja richtig selbst, wenn wir irgendwie auf einmal mit einem anderen Auto fahren. Also ich bin dann in der Vorbereitung auch mit dem McLaren gefahren und der hat sich so viel besser angeführt, der war nur langsam auf den Geraden. Aber der Toro Rosso fühlt sich einfach eklig an und ist auch nicht super schnell auf den Geraden. Besser als der McLaren eigentlich nur, sonst niemand. Ja, hättest du mal McLaren genommen. Ja, ja, wäre wahrscheinlich auch zu weit hinten. Hey, boah, das könnte einfach, echt noch eng werden mit Vettel, ey. Ich denke, mit dem Toro Rosso bist du deutlich besser bedient, Felix. Und, ja, glaube ich. Und, ist einfach alles komplett anders als von dem, was ich normalerweise trainiere, von der Fahrweise. Und trotzdem hätte ich ja einen vierten Platz letztes Mal haben können, aber dann ging mein Fernseher aus. Ja. Hallo. Ach hallo, komm, Jay. Wieder da? Hi. Hau ab. Ne. Dan und Jack klopft gedreht. Felix hat sich gedreht. Hast du die Hoffnung in der Stimme gehört? Ein bisschen schon. Das wäre ich. Wünschst du mir Böses, Jay? Nein, das wünsche ich nicht, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr euch drehen würdet, weil dann hätte ich auch eine Chance, vielleicht einen Platz zu gewinnen. Ist halt Competition. Stimmt, aber Vettel. Ihr werdet bestimmt nicht geweint haben, als ich mich direkt am Start weggedreht habe. Nee, hab ich mega fand gefreut. Das traurig. Ich hab gesagt, Alter, ein paar schöne Kämpfe wären auch cool. Aber ich bin zufrieden mit dem sechsten Platz, aber ich fünfter wäre natürlich noch. Du wirst, glaube ich, sogar noch fünfter. Es sind doch genug Runden. Du hast die roten drauf. Ja, also, du kriegst mich noch auch nicht mehr Ewigkeiten. Achso, du kriegst mich noch. Was ist mit zweiter Platz passiert? Ja, ich bin jetzt Dritter. Aber ich bin richtig rutschig Zweiter unterwegs. Zweiter wird sehr wahrscheinlich nicht mehr. Raikön ist nee, halt da auf gar keinen Fall. Ich bin mit meiner zweiten Runde mit den Roten, ich habe jetzt schon 15%. Das ist Dena? Das ist Dena, oder? Dena, du bist jetzt Startziel, ne? Ja. Mach ich das jetzt öffentlich? Wollt ihr mal was zu lachen haben? Was denn?
Kommt drauf an. Ich hab das Internet zerstört. Okay. Echt? Ja, mir ist ja aufgefallen, dass so in regelmäßigen Abständen meine Internetverbindung wegbricht. Ja. Jetzt hab ich natürlich eine Störungsmeldung gemacht und so weiter. Jetzt gerade ist mir mal so aufgefallen, jedes Mal, wenn ich bremse, drücke ich gegen den Netzstecker von meinem Router, der dann immer so ein bisschen rausrutscht. Oh nein. Und dadurch die Internetverbindung weg. Geil. Deswegen ist er mal Anfang der Runde rausgegangen. Ja, genau. Deswegen war das auch ein regelmäßiger Abstand. Wenn ich zu feste gebremst habe, dann... Immer die gleiche Kurve Internet. Vor allem dann, ne? Das ist eigentlich auch eine Methode, quasi bremsen zu lernen, aber... Nicht bremsen zu lernen. Wer bremst? Ja, doch. Dann Internet halt aus. Das ist die Strafe dafür. Schön. Hat ein bisschen gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Na, immerhin weiß jetzt, warum Cassis dann wieder... Hast du nochmal geübt, war wieder Internet weg. Immer Moment, der Techniker ruft gerade an, der ist in der Stunde hier. Können Sie nochmal zeigen, was Sie gemacht haben? Ja. Sehen Sie? Wieder weg. Oh, Vettel, geh doch weg, komm ey, noch drei Runden. Peter hat echt einen krassen Vorsprung, das erinnert mich ja schon an die alten Zeiten. Oh Peter, ich rieche ja, Jay, jetzt übertreibt hier direkt wieder. Peter, ich einmal ein perfektes Rennen, kein Fehler gemacht, kommt da direkt wieder. Oh Gott, Peter. Wir sollten ihn wieder nerven. Nee, das natürlich nicht. Doch, ich finde zwei, drei schlechtere Autos. Nee. Haas Peter sollte gut, einfach am Start 5 Sekunden stehen bleiben. Hat er freiwillig gemacht. Ich habe auf Raikön einen Vorsprung von 3 Sekunden. Das war früher angenehmer. Was soll ich da? Sepp wäre Zweiter. Ne. Raikön ist Zweiter. Raikön fährt mir hart davon. Peter auch. Vettel kommt näher. Da er leider keine Einsicht hier als so 6 Platzierter. Okay. Haben wir schon Leute überrundet? Ja, mit Felix. Nee, ne? Großdienst. Aber so bewusst habe ich noch keinen gesehen. Also keine blauen Flaggen zumindest. Das stimmt allerdings. War dann immer in der Box wahrscheinlich. Ich habe den auf der Strecke überholt. Ach, Vettel, ey, ich muss dich gleich hat abschießen. Hat er sich gerade leider gedreht. Tut mir leid, Jay. Du machst ja einen Platz wieder gut. Ich krieg da auch nicht mehr. Ja, es wird hart. Habt ihr 4 Sekunden oder so? Ne, 7. 7? Wohl. Scheiße. 6. Aber das schaffe ich nicht in 2 Runden, außer er macht einen Fehler. Dann wäre ich natürlich da. Ich komme jetzt hier noch in den letzten Runden an die Überrundung. Das könnte auch nochmal was werden. Aber vielleicht macht ja noch Vettel eben Quatsch. Ja, Vettel macht auf jeden Fall einen Quatsch. Der wird mich noch angreifen. In der letzten Runde oder so. Beide raus. Das fände ich gut. Der ist mittlerweile auf 1,4 ran. Oh nein. Ich muss auch die ganze Zeit fucking mager fahren. Immer die halbe Strecke. Das ist voll uncool. Ich sehe da, du. Okay, aber schon die ganze Zeit. Nee. Hast du einen Fehler gemacht? Nein. Wenn du mich siehst, da siehst du fast auch die anderen beiden da vorne. Ich weiß. Vettel und so, düsen da rum. Deswegen bin ich halt auch echt... Oh, jetzt hab ich schon Pfeil, ich raste aus. Wir sind stolz auf beide. Oh Mann, letzte Runde, Leistung. Verpiss dich, ey. Bis auf der ersten Runde war alles toppi. Krieg langsam ein bisschen Puls. Vettel, verpiss dich. Wehe, der kriegt das DRS überholt nicht. Komm, Attacke, Vettel! Am Arsch, ja, Vettel. Mach hier richtig, mach meinen Hintern richtig breit. Ja, ja, mach richtig. Dalu geiert schon. Nicht nur Dalu. Da sind genug Arschgeier, die da rein wollen. Wehe, der dreht mich raus, dann raste ich aus. Komm, Vettel, Attacke. Vettel, du willst doch auch noch Dritter werden, ja? Hier, da ist doch nix. No, warum ist denn der so nah? Keinen Platz lassen hier.
Oh, dadurch, dass sie aber kämpfen, werden beide langsamer. Ja, ja, ich werde safe langsamer. Beide. Ich muss jetzt richtig aufpassen, dass er nirgendwo eine Lücke hat. Ja, kämpft noch weiter. In der letzten Runde hier. Was ist in der letzten Runde? In der Tat. Ja. Ich habe auch keinen Sprit mehr über, um rauszueiern. Oh nein, jetzt drehe ich mich auch. Fuck, fuck, fuck. Nein, nein. Nein, geh weg. Sepp raus? Nee, ich habe nur zwei oder drei. Ich habe mich verbremst. Sepp ist immer noch vor. Fell ist immer noch vorne. Oh! Der war trotz Drehers von Sepp, das finde ich krass. Nee, das war kein Dreh. Also, ich habe richtig scheiße die Kurve genommen. Oh, ich bin gerade so hart angespannt. Ich höre meinen eigenen Pulsschlag. Bleib weg! Gezett, Peter! Gezett, Peter! Danke. Stark. So, jetzt nochmal fett. Scheiß drauf. 0-4, 0-3. Oh. Ritter. Glückwunsch sehr gut, an Sebastian und an Sebastian und an Daniel. Ey. Dankeschön. Oh, das ist anstrengend. Fuck, ey. In der ersten Runde das Rennen weggeworfen, ey. Ja, das hat mehr Sinn. Boah. Wenn ein Stopp weniger und dann wären wir dabei gewesen. Als ob Peter sich so enthusiastisch freuen könnte. Aber nice noch rausgefahren, Jay. War ja dann krass. Naja. Das sieht so eins aus wie ich, meine Figur. Ja, das stimmt. Oder ohne Brille. Ja, genau. Aber die Schuhe sind dieselben. Jawoll, spritz alle voll. Peter dreht auch dieselben Oberteile in der Regel. Ja. Von der Farbe zumindest. Ja, Hype steht da immer drauf. Erstmal mit Sepp anstoßen, das finde ich toll. Geil. Mein Team freut sich. Ja. Sehr schön. Gucken wir doch mal auf die Statistiken. Guck mal, der Kimi Räikkönen ist dank fieser Aktion Holy von shit, Fahrern, die überrundet werden sollten, noch an 0,3 rangekommen. 0,3 Sekunden. Guck mal, Jay, ein Boxenstopp weniger. An meinem Arsch. 20 Sekunden. Konnte ich nicht. Ich konnte keinen Boxenstopp weniger. Ja, aber bei uns. Boah. Wir zwei ja, gehabt. Dann hättest du das mal gemacht. Also ein Boxenstopp kann was bringen. Nächste Mal. Mann. Nächste Mal bist du einen Platz weiter hinten da, Lu. Das ist Felix. Meine Reifen hatten nach der ersten Runde durch den Dreher 30%. Vorfälle. Was soll ich machen? Keine soll Vorfälle. Soll ich da noch weiterfahren? Felix hat es hingekriegt, trotzdem noch eine Kurve abzukürzen. Ja, aber ich bin gecrashed mit roten Frontflügeln und bin ich wieder zurück auf die Strecke und so abgekürzt. Ansonsten, regulär Rangliste. Jay führt Peter, weiterhin. Ey. Ich noch 11 Punkte Abstand. Und hier kann man das noch sehen. Konstrukteursrangliste. Ferrari wieder vorne. Dann Forke India. Dann McLaren erst. Dann AMG. Was ist hier los? Ein Rennen läuft alles durcheinander. Und das war der große Preis von Bahrain. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche. Haut rein. Tschüss. Ciao.